Wohlan, meine Freunde des ruhmreichen Strebens, heute ist wahrlich ein historischer Tag, der in weiterer Folge glorreiche Zeiten einläuten wird. Wir schreiben das Jahr 2023 seit der Geburt des Herren und mir wurde nun befohlen, einen heiligen Kreuzzug ins gelobte Land zu führen. Und ihr da draußen, meine geschätzten Lords und Ladies, könnt mir natürlich gern bei dieser großartigen Aufgabe beiwohnen. Ich werde hier alles in bester ritterlicher Manier für euch dokumentieren. Und ehe wir jetzt gleich aufbrechen, werde ich nochmal die königliche Rüstkammer aufsuchen, mich ordentlich für dieses Unterfangen ausstatten. Bis gleich. Okay, wow. Ich habe alles vom Quartiermeister bekommen, was ich brauche. Ebenfalls eine stattliche Klinge ist hier an meiner Seite. Und dann würde ich sagen, ohne weitere Umschweife begeben wir uns direkt in den tosenden Kreuzzug. Lasst uns zusammen vorwärts marschieren. Meine ruhmreichen Recken, wir finden uns ja erstmal im altbekannten Menü wieder. Und es ist direkt diese Nostalgie hier, dieser Kreuzritter mit Claymore, könnte Deutschordensritter sein, begrüßt uns hier direkt in der, ja, in der Vorhalle, im Thronsaal, wie auch immer. Wichtigster Punkt erstmal für den Neueinstieg wird auf jeden Fall sein, eine Identität zuzulegen. Und noch ein bestimmter Kniff muss hier erstmal Schlacht dann toben wird, muss jetzt mal durchgeführt werden. Genau, hier haben wir schon mal den Questing Knight. Ich hatte es vorhin vorbereitet. Muss natürlich zum gleichnamigen Kanal hier passen. Für ruhmreiches Streben. Das sollte auch soweit funktionieren. Danach habe ich gesucht. Absolut wichtiger Punkt, gleich mal diesen egalen Mauszeiger hier in eine glorreiche Klinge zu verwandeln. So, und damit sollte es automatisch übernehmen. Begeben wir uns auf den Kreuzzug, so wie es verheißen ward. Wir beginnen, würde ich sagen, natürlich mit dem Kreuzzugsmarsch Numero Uno und haben hier im Jahre 1100 nach Christus die Ankunft. Wollen wir da vielleicht einen Huhn benutzen? Schon. Ich weiß nicht, jetzt kriege ich vielleicht auf einmal kalte Füße. Meine Moral ist eigentlich sehr, sehr hoch gerade, aber ich bin vorhin vor dem Stream hier, oder vor der Aufnahme besser gesagt, dreimal in die gleiche Pfütze getreten in meiner Küche. Ja, und mit so einem durchnässten Socken ist man natürlich eindeutig im Nachteil. Aber ich werde es bestmöglich hier umwandeln. Wir haben natürlich erstmal einen ganz entspannten Kampf hier vor uns gegen Sultan Abdul. Das sollte kein Problem darstellen. Wir werden Ihnen den blanken Stahl aus nächster Nähe zeigen. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass das hier, also dass generell erstmal die ersten Missionen hier eher entspannt werden, können wir eigentlich auch uns auf einen schönen Burgenbau konzentrieren. Und vielleicht wollt ihr ja auch in weiterer Folge mal so ein paar Vorschläge vielleicht in die Kommentare schreiben, was wir für historische Burgen eben aus der echten Welt nachempfunden, hier so in den entspannten Missionen bauen wollen. Wo es jetzt halt darum geht, okay, was ist hier dieser Meta-Build, um das und das zu blocken, sondern einfach ruhmreiches Bauen. Brachiales, brutales Bauen. So, dann würde ich sagen, wir starten jetzt hier rein. Ich mache mal die Kamera noch ein bisschen angepasst, viel zu groß. So. Die Verbannung in die finstere Ecke hier unten. Aber ist okay. Ich wusste ja, auf was ich mich hier einlasse. Gut. Meine Freunde, jetzt wirklich ohne Umschweife. Wir haben genug um den metaphorischen heißen Brei geredet. Lasst uns beginnen. Okay. Natürlich erstmal mit dem Bau des Vorratslagers hier anfangen. Wie soll es anders sein? Kornspeicher natürlich auch essentiell hier. Ich werde jetzt mal darauf verzichten, hier irgendwie großartig das Gelände abzuchecken und nach strategischen Punkten zu suchen, weil ich meine, Mission 1, ne? Sollte auch irgendwie so noch machbar sein. Auch wenn ich mich jetzt natürlich nicht als Experte hier verorten würde. Aber mal schauen, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, Stronghold Crusader auf jeden Fall eins meiner ersten Games, die wirklich so meine Kindheit geprägt haben. Und weiß nicht, ob man es merkt, aber vielleicht auch mein späteres Leben sogar. Burgentor kommt nächste Woche. Hehe. Gleich mal Kathedrale bauen, oder was? Also, wir haben sowieso
mächtig viel Geld. Also wirklich mächtig gewaltig. Da könnte man eigentlich mal so ein paar Sachen überlegen. Werde ich mir die Industrie hier antun? Wahrscheinlich. Damit jetzt eigentlich schon mal so die ersten Schritte hier gesetzt. Wir schauen direkt mal weiter rein, wie sich Die das Ganze Händler hier hier am Pulse entwickelt. zählen. Vielleicht können wir ihn schon mal so ein bisschen unter Druck. Ich dachte gerade, hier kommen die ersten Truppen an. Was ist da los? Das hätte mich schon sehr gewundert von unserem Herrn Abdul hier. Wir rücken aus. Aber der geht's ähnlich gemächlich an wie wir heute zum ersten Mal. Und Einfach mal so ein weiter. bisschen gucken, mal so den kleinen Zeh vielleicht mal ins Wasser halten, so ein bisschen in die neuen Gefilde vorstoßen. Genau das hier, der Spirit. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal was Sinnvolles mit unserem Gold an. Hier wir einfach auf der faulen Haut rumliegen. Und zwar, wo war's genau? Wir bauen ein paar Pfeilmachereien. Pfeilmachereien. So, ich glaube, da können wir auch doch mal gut und gerne ein bisschen mehr investieren. Scheiße, direkt mal verschüttet. Hey, war das überhaupt so voll gemacht? Also wenn ich diesen Scharlatan erwische, der meinen Kelch so bis oben zum Rand gefüllt hat, den werde ich auf jeden Fall heute noch vier teilen lassen. Wenn ich diesem Halunken habhaft werde. Oh ja. Unsere Gut, Lebensmittelvorräte das kann ja schwinden erstmal ein dahin, bisschen dauern, euer deswegen Gnaden. würde ich sagen, wir krachen mal noch so als kleines Backup hier einen Obstgarten zwischen rein. Freut ja wahrscheinlich auch die Leute, dass sie ein bisschen Allzeit mehr diese bereit, Ihnen. Sicherheit haben. Sultan Abdul unterdessen, absoluter 200 IQ-Move, baut erstmal den Steinbruch genau in unser Territorium. Das Ding brauchen wir halt nicht mal abzureißen durch die Bogenschützen, die das so schön Nehmt kontrollieren. euren Wunsch. Kann auch ruhig seine Bauern immer wieder neu hinschicken. Was soll er machen? Gut, wir gehen unterdessen an den Burgenbau. Ich wollte eigentlich für die erste Stage hier die Burg Ihr könnt auf uns Himmelstein zählen. aus dem Egertal Sehr wohl, nachbauen. mein Das Herr. Problem ist allerdings, der Untergrund ist ziemlich mies dafür. Deswegen würde ich sagen, Wir werden ja, wir gehen halt einfach überfallen. hier für so eine Standardburg. So eine richtige, soll man sagen, aus dem Märchenbuch, vielleicht auch der falsche Ausdruck. Wir halten das auch sowieso mal ein bisschen kompakter hier diesmal. Also früher habe ich auf jeden Fall so gern extrem ausufernde Burgen gebaut. Hier ist zwar jetzt kein strategisches Element, was irgendwie bedingt, aber ihr versteht wahrscheinlich warum. Ich habe halt durch diese scheiß Dinger hier nicht mal Platz. Ist wirklich mein Torhaus adäquat zu platzieren. Deswegen würde ich sagen, wir setzen mal die Ochsenjochs. Ochsenjochens? Die Ochsenjochii. Gerne mal aufklären, was da eigentlich der adäquate Plural davon ist. Oh wow, der schickt ja wirklich die ersten Leute, ne? Krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann werde ich doch mal fix hier noch ein paar Bin wehrfähiger zur Burschen Stelle. habhaft. Es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Krass, also Sultan setzt mich hier ganz schön unter Druck direkt. Vielleicht müssen wir hier doch ein bisschen try haben. Habe ich die Sache vielleicht Allzeit unterschätzt? bereit, Ihnen. Wir werden sehen. So, hier drüben machen wir dann zu, würde ich sagen. Nennt euren Ah, die können Wunsch. die eigentlich mal noch so ein bisschen bombardieren. Bin Hey, zur Stelle. was ist hier los? Pfeile Konzentriert doch bereit, mal das ja. Feuer Bitte bitte ein auf diese Kinderschrei. unmittelbare Bedrohung hier. Was soll das sonst werden? Ein leichtes. Na gut. Okay, ich sollte vielleicht meinen Mund doch nicht so voll nehmen und diesen Start der Kampagne erstmal als, ja, die Angelsachsen würden sagen, in Call to Action sehen, um mich hier mal wieder ein bisschen auf den Stand des Games zu bringen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, Stimmt, hier euer gehört dann noch ein Gnaden. bisschen Industrie dazu. Zack. Und gleich mal angeknüpft die Bäckereien. Machen wir es mal drei. Das sollte passen. Ganz so viel Bauernvolk brauchst du jetzt am Anfang auch nicht hier in der Burg. Vor allem nicht Unsere Schatzkammer diese nähert sich. Bürgergeldgenießer, die einfach nur Das hier Volk herumlungern huldigt vor meinem euch sein. Bergfried. So, was haben wir hier? Die Produktion läuft. Ja, machen wir einfach mal weiter, die Burg ein bisschen zu erweitern. Das ist mal so ganz, ganz basic.
klassisch. Na gut, ziehen wir sie bis rüber. Dann deichseln wir hier mal so einen fetten, quadratisch, praktisch guten Turm hin. Genau zwischen die Steine. Ja. So, und dann haben wir schon mal einen kleinen, ja, aber vielleicht sogar feinen strategischen Vorteil hier erlangt. Jetzt noch so ein bisschen Unterdrückungsfeuer durch diese Mange. So, hier kommen auch schon die Experten dafür. Können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. So, wunderbar. So, Leute, vergebt mir bitte, ich muss mal ganz kurz hier den Ton checken. Geht schnell. Eine Ewigkeit später. So, das war's auch schon mit der kurzen Unterbrechung. Wir sind wieder zurück im Burgenbau. Die haben sich vielleicht doch anders überlegt, wollen wieder zu Hause ankommen bei Frau und Kind. Ich würde sie ja ziehen lassen, aber ich muss hier wirklich meine Burg mal weiterbauen. Mal schauen, was passiert. Die Bogenschützen haben es jetzt in der Hand. So, Steine sind auch aufgebraucht. Das Ding produziert ordentlich, würde mal sagen, wir investieren mal noch ein bisschen mehr in dieses ganze Eisending. Und ich weiß, manch einer wird jetzt vielleicht sagen, so, ja, es wäre Overkill jetzt so in den ersten Missionen, aber ich habe ja gesagt, ich möchte das hier auch für meine persönliche Entwicklung mit nutzen, um ein besserer Feldherr, vor allem für die späteren, knackigeren Kreuzzugsmissionen hier zu werden. Genau, deswegen, das ist so der Plan. Muss ich mal ganz kurz konzentrieren. Wir haben jetzt hier diese Bäckerindustrie aufgebaut. Das läuft auch soweit. Können eigentlich mal noch so ein Ding hinsetzen. Wenn denn irgendwo Platz wäre dafür. Und genau dieser Platz bleibt mir gerade verwehrt. Auch okay. Dann sollen die Holzfäller umso mehr Eier machen, das hier alles schön zu roden. Den Rest stecken wir jetzt mal mit hier rein, dass wir eine gut laufende Industrie haben und dann ist uns ja hier eigentlich alles offen in dem Game. Also, fürs Erste werden wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen auf die Bogenschützen hier konzentrieren und wenn das einmal gesettelt ist, dann schwingen wir uns selbst mal in den Sattel und überfallen diesen ollen Sultan hier. Klappe, Knappe! Hilfe! Die Geier kreisen doch schon wieder über seiner Burg hier. Wenn ich das so sehe, die Pfeile regnen auf die Bevölkerung herab. Ja, dieser Mann hat durchaus bessere Tage gesehen. So, hier sind schon wieder die nächsten Steine angekommen. Ich werde jetzt das Ding doch mal abreißen, dass ich mein eigenes Zeug hier hinbauen kann. Einfach um die Sachen noch so ein bisschen zu beschleunigen. Ansonsten neue Häuser könnte man auch mal bauen. Gut. Das läuft soweit. Okay, Fokus wäre jetzt eigentlich wirklich hier auf Steinen gelegt. Dass wir hier noch ein bisschen vorwärts kommen, was das betrifft. So, zweiter Steinbruch. Habe ich den sinnvoll platziert? Ich habe keinen Schimmer. Ich baue aber trotzdem noch einen dritten einfach hin. Einfach, weil ich es kann und weil ich gerade in der vorteilhaften Situation hier bin. Mir wirklich quasi ungestört hier was Geiles aufzubauen. Gut. Für 35 kriegen wir noch so einen quadratischen Turm hin. Gewinnt jetzt keinen Symmetriepreis, aber geht jetzt einfach auch mal ein Stück weit darum, hier den Bergfried zu vollenden. Deswegen hier gleich mal umfriedet das Gelände. Und da sind wir doch gut dabei. Bogenschützen bereit. Achso, diese Manne hatte ich ja auch noch gehabt. Vor allem Manne. Die Mannen und die Mange auf dem Turm. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen ziellos hier in die Holzindustrie vom Sultan reinfeuern. Mal gucken, wo die Steine letztlich ankommen. Hier wird auch schon wieder fleißig getragen. So lobe ich mir das. Gut. Gehen wir mal ein bisschen in die Vollen, was die Bogenschützen hier betrifft. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Also früher, ich habe ja im Prinzip schon eine sehr lang zurückdatierte Geschichte mit Stronghold. Ich habe es jetzt in den letzten Jahren, muss ich zugeben, nicht so wirklich exzessiv gezockt.
Deswegen, wie gesagt, bin ich hier auch noch so ein bisschen der Praktikant, was sich hoffentlich über die nächsten Kreuzungsmissionen dann legen und verbessern wird. Bin auf jeden Fall hochgradig bestrebt, hier als großer Feldherr in die nachchristliche Geschichte einzugehen. Da muss ich jetzt ein bisschen rudern. Bin zur Stelle. Ja, aber damals, als ich mit, wann würden es gewesen sein, 6, 7 Jahren, 8 Jahren, so die ersten Male zugeschaut habe, da war ich halt ziemlich spät erst sowas wie PC, PlayStation. Meine Eltern haben mich da vor solchen Versuchungen vielleicht glücklicherweise recht lang ferngehalten. Ja, was war das? Wer hat dieses Ding hier gerade abgerissen? Da stand doch meiner. Ganz komisch. Also ich fordere da eine lückenlose Aufklärung zu diesem Fall. So, jetzt ohne zu verschütten. Okay, die Mange hat wirklich gut eingeschlagen. Ich lasse hier einfach mal so weit wie es geht. Mal die Grenzen des guten Geschmacks hier ausloten. Hm. Apropos guter Geschmack. Natürlich ein energiehaltiges Kaltgetränk hier an meiner Seite. Was mich bei diesem edlen Vorhaben hier unterstützt. Gut. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt einfach mal das Eisen hier. Ein bisschen schnelles, steuerfreies Geld hier zu machen. Und damit werde ich dann in die nächste Stufe der Waffenindustrie hier investieren. Bis meine Beliebtheit sinkt. Das Volk huldigt euch. Niemals. Ich bin doch jedermanns Freund hier. Questing Knight, der Rechtschaffene. Ja, okay. Theoretisch könnten wir es jetzt in den nächsten Minuten, glaube ich, schon beenden, aber wo bleibt da der Spaß? Bin zur Stelle. Deichseln mal für die letzten Rekruten hier noch ein paar Bogenschützen hin. So, die kontrollieren jetzt hier quasi alles. Das stellen wir um auf Streitkolben. Das waren immer so, ja, so von der Optik, vom Stil, so meine Lieblingseinheiten. Sagt hoffentlich jetzt nichts über meinen Charakter hier aus, also, Gottes Willen. Aber ich erinnere mich damals als kleiner Bub, wo ich bei meinem Kollege, der wesentlich älter war, auf dem Sofa saß und hier zugeguckt habe. Der hatte ziemlich oft gegen das Schwein gekämpft und da bin ich sehr früh in Berührung mit diesen Streitkolben gekommen. Zum Glück die gute Art der Streitkolbenberührung. Ja, so schaut's aus. Wollen wir doch mal den Bergfried hier ein bisschen vorantreiben. Wir haben jetzt zumindest schon mal eine doppelte Mauer. Jetzt einfach mal ein paar Zinn, dass hier nicht so ein Knick in der Optik ist. Zack und zack, einmal hier durch. Und auch hier drüben an der Ostseite. Bei mir ist einfach Norden immer oben. Egal wo ich gerade stehe, ist immer Norden. Ich würde sagen, Geografen hassen diesen Trick, aber macht halt die Welt ziemlich leicht erklärbar. Gut, das war jetzt ein bisschen Quatsch, aber wie gesagt, wir müssen hier kein Strategie-Tryharding machen. Wir brauchen einfach nur so einen kleinen, süßen Lieferanteneingang hier vorgelagert. Dass der Steinflow immer deftig bei uns reinschallert. Gut. Schießen die eigentlich die ganze Zeit drauf? Ja gut, braucht man dafür wirklich Katapulte? Ich glaube nicht. So, jetzt mal auf des Sultans letzte Tage hier noch in die Vollen gehen, was die Eisenproduktion betrifft. Keine Rücksicht auf Verluste. Wir wollen dieses Zeitalter der Industrialisierung hier einleiten. Es wird ein ruhmreiches Streben, habe ich doch gesagt. So, hier ist unser kleines Dorf. Sweet. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Bogenschützen bereit. Schicken jetzt einfach mal so eine kleine Einheit, um noch hier so ein bisschen Druck zu machen. Nur für den Fall, dass sich der Sultan bisher so ein bisschen, ja, so ein bisschen zu sicher gefühlt hat. Einfach mal hier ankündigen, Questing Knight ist irgendwo da draußen. Das heißt irgendwo, ich bin buchstäblich, ja, einfach 20 Meter neben ihm gebaut. Definitiv historisch akkurat hier das Ganze.
Gut, wir haben jetzt auch schon 12 von den Streitkolben, deswegen würde ich sagen, wir investieren. Ein paar solche richtigen Raufbolde. Ordentlichen Haudegen hier. Vielleicht mal hier davor postieren. Postieren? Ja, irgend sowas. Gut, da kommen wir schon die nächsten. Ja gut, seine Tage sind allmählich gezählt. Ja, meine Nahrung ist auch fast gezählt. Steine kommen allerdings rein, deswegen das ist mal zumindest noch eine gute Sache hier. Warum kann ich hier nichts bauen? Ah ja, das hier, das blockiert hier alles so ein bisschen. Ah. Tja, leider gibt es hier kein Erbarmen heute im Kreuzzug. Da hätte er schon ein bisschen eher hier anklopfen müssen. Und einen ordentlichen Präsentkorb mal vorbeibringen sollen. Es tut mir leid. Es ist vorbei. Aber es war auf jeden Fall eine geile Zeit, die paar Minuten hier. Ja, meinen Truppen ist halt wirklich auch kein Weg zu weit, ne, was das betrifft. Okay, reicht. Ihr müsst gar nichts sagen. Ihr müsst gar nichts sagen. Ich hab schon verstanden. So, das gefällt mir hier. Ja, kann ich mich schon richtig brachial fühlen jetzt, nachdem ich den ersten Gegner dann zum Erliegen gebracht habe. Wie viel haben wir hier? Von der Strakoner-Einheit. Nun denn. Kornspeicher ein bisschen das Problem, Kind, aber absolut okay. Ich würde mir noch ein bisschen was verhandeln. Genau, das ganze Holz kann weg. Ah, ich habe ja auch Baumeister, ne? Machen wir mal 10 von denen, würde ich sagen. Für Hammer 7. Und zimmern hier einfach mal die ersten Katapulte hin. Perfekt, noch 3 Stück. 1, 2, 3. Was soll konstruiert werden? So. Konstruieren Belagerungsgeräte. Okay, das war jetzt irgendwie Micromanagement-mäßiger Quatsch, muss ich gestehen. Aber ist egal. Endergebnis bleibt gleich. Es entstehen 5 deftige Katapulte hier vor den Toren. Nahrung ein bisschen am Abkacken gerade. Ich sollte mal mehr Bäckereien noch machen. Dass mir auf die letzten Meter die ganze Bevölkerung noch abhaut. Wäre wirklich frevelhaft. Na gut, wollen wir sein Leiden mal nicht allzu lang in die Länge ziehen. Ich baue mal kurz noch ein paar Häuser, dass ich hier auch ordentlich aus dem Vollen rekrutieren kann. So, Wirtschaft sollte für den Zweck hier absolut passen, deswegen ich gehe mal hier... Wir benötigen oben rein, wie, ich habe kein Gold. Unsere Schatzkammer leert sich. Da wird Zeit für niedrige Steuern. Diese Steuern. Also, die wissen gar nicht, wie gut es ihnen eigentlich ging. Ich sollte mal jetzt hier die Steuern in der Bundesrepublik hier abchecken. Da wird denen mal ganz anders werden mit dieser Gratis-Mentalität hier. Keine Steuern sind gute Steuern. So lautet meine Devise. Ja, Herr. Okay, mehr Gold. So sei's. Reicht das schon für irgendwas? Ja, ja, für den einen wahrscheinlich. Gut, 20 Mannen haben wir hier. Die 2 packen wir noch hier rein. Ah, hat seinen Kornspeicher draußen gebaut. Macht natürlich auch absolut Sinn. So, hier wird dann noch aufgefüllt. Ich weiß nicht. Ja, ganz ehrlich, wir sind auch bis jetzt auch hingekommen, deswegen werde mal noch ein bisschen Mehl hier abtreten. Ja, Herr. Und dafür noch ein paar von den Haudegen hier endlich ausbilden. Bewegung, na los! Ja, okay. Katapult bereit, ich würde sagen, wir rücken aus. Oh yeah. Was gibt's? So, ich würde sagen, die bombardieren von unten, die kommen dann von oben, also von Norden, weil wir erinnern uns,
Norden ist immer oben. Vom Sultan. So, und das hier ist immer Osten. Himmel passt. Sich der Festung des Sultans. Rücken aus. So, dass hier wirklich alle Türme geklärt sind. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Unsere Katapulte sind auch angekommen. Wo der erste so bitte Damage bekommen? Ich hab nichts dergleichen mitbekommen. Nie passiert. Okay, die erste Salve löscht direkt seine Nahrungsmittelvorräte aus. Ja, dieser Krieg hier ist halt wirklich ein gefährliches Spiel. Ich habe ihn noch gewarnt damals, aber er wollte halt nicht hören, der arme Sultan. Nun denn, gleich wird er die Quittung erhalten, wir sammeln nochmal die Einheiten draußen. Bin zur Stelle. Ein paar Bogenschützen kann man eigentlich nie genug haben. Okay. Gut, ich denke sogar, das sollte reichen, hier 30 Leute. Wir gehen für den letzten Angriff. Wo ist mein Schwert? Sultan, lass dir gesagt sein, deine Tage sind gezählt hiermit. Dein Tod heißt Questing Night. Und die Niederlage wird natürlich live im Internet, also live. Er wird auf jeden Fall hier im Internet zu deiner Schmach für alle zu sehen sein. Deswegen genieß diese letzten Sekunden, die du noch hast. Wir sehen ja gar nichts. Für die Zuschauer hier noch ein besseres Bild generieren, dann bleiben die einfach stehen. Ah, unterdessen werde ich mich etwas zurücklehnen. Ich muss dazu sagen, was ich absolut wichtig finde, direkt diese tollwütigen Hunde hier abziehen. Wir gehen hier für Ehre. Deswegen, es wird immer, auch in den Mehrspielerpartien und so, immer dieses Grabmal stehen gelassen. Weil ich finde halt einfach, das ist so ein wichtiges Mahnmal und auch so eine Erinnerungsstätte für die Nachwelt. Weil diese Leute haben trotzdem ehrbar gekämpft. Und ich finde, man sollte ihr ultimatives Opfer auf jeden Fall dann auch in Erinnerung, in Ehren halten. Genau, deswegen niemals diese Dinger abreißen. Lasst euch's gesagt sein, wenn ich einen erwische, der hier so einen Grabstein abreißt, dann werde ich dem mal was abreißen. Ho. Okay. Ich glaube, durch die Statistik müssen wir jetzt nicht durchgehen. Das war auf jeden Fall unser erstes Schwert, was hier beherzt, fast selbst erwürgt hier mit dem Kragen, was hier beherzt in den Boden gerammt wurde. Es hat mir auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß gemacht. Also einfach Stronghold, geiles Game. Also Wahnsinn, hat mich damals schon extrem abgeholt. Und jetzt freue ich mich auch, nachfolgend noch mit euch diese anderen Missionen hier zu begehen. Wir gehen hier auf Burgentouren, wir frönen einfach dem süßen Leben. Also seid dabei und schließt euch dem Königreich an. Lords und Ladies, wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom großen Feldzug hier. Die Ankunft ist erledigt und jetzt 5 Jahre später folgt der Aufbruch. Oder wird es der große Durchbruch? Ihr werdet es erfahren in der nächsten Folge hier bei Questing Night auf dem gleichnamigen Kanal. Ciao, ciao.